Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute das Thema Transhumanismus gewählt. Was versteckt sich hinter diesem Wort, was man immer mehr hört? Ist das eine große Chance oder birgt das doch ein großes Risiko? Das möchte ich mal besprechen mit einem Herrn, den Sie ganz bestimmt gut kennen und auf seine Sichtweise und seine Meinung ganz bestimmt auch sehr viel Vertrauen haben. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen auch meinen Gast zeigen. Er ist der Professor Dr. Stefan Hockerz. Ganz herzlich willkommen, lieber Stefan. Hallo. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie bist du über deine Arbeiten in Zusammenhang mit der Betrachtung vom Transhumanismus gekommen? Inwiefern tangiert es dich aus deinen Arbeiten heraus schon? Und inwiefern geht deine Fantasie hier auch weiter, was da alles noch kommen könnte in diesem Bereich? Ja, also im Grunde bin ich mit dem Verhältnis Mensch und Maschine, ich sag mal, das ist ja letztendlich das, was Transhumanismus nachher ausdrücken soll, schon in Berührung gekommen, einfach auch über Medizinprodukte. Und das ist nichts Schlechtes, das ist was sehr Spannendes, wenn wir zum Beispiel Menschen, denen die Beine amputiert werden wurden, aus welchen Gründen auch immer, wir ihnen die Möglichkeit geben, wieder ganz vernünftig zu gehen, weil wir ihnen sozusagen Prothesen geben können, die menschähnlich reagieren. Das ist positiv. Mhm. Ja, darüber kann man sich freuen, wenn es diese Möglichkeit gibt. Das sind so die ersten Berührungen mit dem ganzen Thema gewesen, weil wir eben auch Medizinprodukte zugelassen bzw. zertifiziert haben. Und dann natürlich ganz viel über die Literatur und in den letzten 3-4 Jahren verstärkt über das, was in Davos stattfindet, über das, was in anderen Kreisen diskutiert wird, den Veröffentlichungen, mit denen man in irgendeiner Weise unweigerlich plötzlich in Berührung kommt, wo in letzter Konsequenz ich so das Gefühl habe, dass das, was wir bisher positiv angewendet haben, wenn ich über Prothetik spreche, über Herzschrittmacher, die in der Lage sind, als Maschine den Menschen am Leben zu erhalten, dass er also ganz normal auch wieder sozusagen am Leben teilnehmen kann, dass das übertragen wird auf Gedanken, dass das übertragen wird aufs Denken, auf die Möglichkeiten, die der Mensch als solches hat. Und da bin ich der Auffassung, dass denen Grenzen gesetzt sein sollten. Deshalb habe ich viel darüber gelesen, ich habe mich schlau dazu gemacht, es aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet und es immer damit verglichen, was ist in unserer jahrmillionenlangen Evolution mit uns passiert, wie haben wir uns als Mensch, als Lebewesen, als Säugetier weiterentwickelt. Und was ist jetzt in den Köpfen des einen oder anderen, der diesen Transhumanismus als Lebensziel herausgibt, was ist da drin und ist das noch Biologie? Mhm. Und damit habe ich doch dann mit dem einen oder anderen wirklich ein Problem. Darüber können wir gerne sprechen. Mhm. Ja, gerne. Also jetzt ist mir gerade so in den Sinn gekommen, Raumschiff Enterprise. Ist ja eigentlich alles eingetroffen, fast alles gibt es schon. Und dann gibt es auch durch diesen Schwarzenegger-Film, da mit, wo er doch irgendwie von der Zukunft zurückkommt, auch als Transhumanismus, als Roboter. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der Film, aber ist egal. Manchmal kommt aus Hollywood solche Dinge und irgendwann hinkt oder kommt die Wissenschaft, die Wirtschaft hinterher. Mhm. Und man sieht ja dann, es ist nicht immer alles gut, sondern wo ist die Grenze zu ethisch noch vertretbar? Wo pfuscht man eigentlich den lieben Gott ins Handwerk? Ja, ich glaube, da haben wir in der Physik und auch in der Biologie ganz, ganz viele Erfindungen oder Entdeckungen, besser gesagt. Wenn wir an Madame Curie denken, die Radioaktivität gefunden hat. Sie hat sie ja nicht erfunden, aber sie hat sie gefunden, sie konnte es dann nachweisen. Sie hat sich nichts Schlimmes bei gedacht. Ganz im Gegenteil, sie hat gesagt, das können wir friedlich gut nutzen. Konrad Röntgen, der die Röntgenstrahlung positiv genutzt hat, hat gesagt, endlich können wir mal einen Knochenbruch zeigen. Ja, wir können nicht nur vermuten und tasten, sondern wir können es auch wirklich sehen und orten. Das ist bis übrigens in die 70er, 80er Jahre immer noch mit den Füßen auf Röntgenstrahlen, damit man einen Fußscan hat, ja, damit man einen guten Fußabdruck hat, immer noch genutzt worden. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und dann eben auf der anderen Seite gab es einen Oppenheimer, der ganz bewusst mit dem Wissen Curies eine Atombombe entwickelt hat und das auch gewusst hat, dass er es getan hat. Und sich darüber im Klaren war, dass das eine mörderische Bombe ist, die dann in Hiroshima und Nagasaki geworfen wurde.
und die bis heute, das wissen wir ja, radioaktive Schäden bei den Menschen hervorruft. Das ist aber in jeder Erforschung oder in jeder Wissenschaft, die wir haben, liegt was Gutes. Wenn wir guten Willens sind, dann können wir das auch positiv ausnutzen. Und es liegt immer was Teuflisches darin. Das sage ich jetzt ganz bewusst. Nicht böse, sondern Teuflisches darin. Das heißt, wir können jede Entwicklung auch wirklich teuflisch und negativ nutzen. In den letzten Jahren, das ist jetzt gar nicht negativ gedacht, habe ich so das Gefühl, dass die Gruppe der Menschen, die zum Beispiel Transhumanismus, also die Verbindung aus Mensch und Maschine, negativ nutzen wollen, dadurch, dass sie den Mensch grundlegend verändern wollen, dass wir uns die Erde untertan machen sollen, dazu gehören auch die Maschinen, die wir selbst schaffen, ist völlig in Ordnung. Jeder, der heute arbeitet und der heute zu Hause sitzt, hat einen Computer und ist froh, dass er, ne, ich habe zum Beispiel meine Diplomarbeit immer noch mit der Schreibmaschine geschrieben und das war so wunderbar, wenn man dann in der letzten Zeile einen Tippfehler hatte, großartig, dann konnte man die ganze Seite neu schreiben. Das war eine Katastrophe. Heute gar kein Problem. Ja, ich gehe mit meinem Computer da drüber und kann das jederzeit ändern, ich kann das Format ändern. Ist alles positiv. Das ist alles wunderbar. Ich kann Computer auch negativ benutzen. Ich kann sie für schlechte Dinge benutzen. Ich kann sie für Gewaltverbrechen benutzen. Immer auch die Frage, für was tragen wir Verantwortung? Und das ist ja sowieso ein Thema, Verantwortung in diesen Zeiten. Und wie gehen wir verantwortungsvoll mit Forschungserkenntnissen um? Und da bietet natürlich der Transhumanismus, denke ich mir, mit dem Wissen, was wir haben, zum Beispiel Menschen Chip einzupflanzen und ihn dadurch zu steuern oder zu Leistungen zu bringen, zu denen er eigentlich gar nicht in der Lage ist, auf natürlichem Wege. Das sind Punkte, wo ich so sage, da nähern wir uns einer Situation, die uns nicht obliegt. Das Gleiche gilt natürlich im Transhumanismus, sind ja nicht nur Maschinen, sondern auch in der Veränderung des Erbgutes. Auch das sind Tätigkeiten, die uns nicht obliegen. Und bis vor einiger Zeit gab es zum Beispiel auch in Europa das Verbot, mit Stammzellen zu arbeiten, Stammzellen genetisch zu verändern. Das finde ich gut, das finde ich richtig, dass es dieses Verbot gab. Das ist doch auch heute noch in der Schweiz Stammzellen, oder? Verbot. Ja, aber wir erleben ja in den letzten 2 Jahren durchaus, dass es Bestrebungen gibt, die Genetik der Menschen zu verändern. Die Proteinbiosynthese des Menschen zu nutzen zur Produktion von Proteinen, die eigentlich gar nicht in uns hineingehören. Du hast vorhin das Wort noch Chips genannt. Ich meine, in Schweden sieht man ja schon große Begeisterung von vielen Jungen, die sich gerne einen Chip implantieren. Da ist der Impfausweis, da ist die Kontokarte. Sie können nur noch, und sie finden das auch sehr cool, wenn man eigentlich einkaufen geht und dann durch die Kasse nur noch durchlaufen muss. Zack, wird alles abgebucht am Konto und so weiter. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite habe ich mal gehört, arbeitet man auch daran, dass man wirklich jemandem schneller die Fähigkeit geben kann, zum Beispiel Sprachen zu lernen? Ja, ich gehe mal aufs Erste ein. Schweden ist dafür sehr offen, sich sozusagen solche Kontrollmechanismen sind es ja letztendlich auch. Und wir sind wieder dabei, zu sagen, es gibt die positiven Anwendung. Meinetwegen, ich kann nur noch jetzt bezahlen, indem ich diesen Chip habe, wird irgendwo abgebucht. Ich brauche kein Geld mehr in die Hand zu nehmen. Ja, aber ich kann es natürlich unglaublich kontrollieren. Das ich ist kann Thema, das abbuchen. Ich kann das, ja dein das, Kontosaldo schnell abbuchen, oder? Ich kann auch ganz schnell sagen, du kaufst es nicht. Und wir sehen ja die Anwendung, ich sage es einfach mal tatsächlich, die gottferne Anwendung solcher Geschichten, wenn wir das sehen, was in China passiert. Und das ist für mich immer so ein Lehrstück. Lass uns einfach doch mal über den Horizont hinaus gucken. Was geschieht damit? Die Möglichkeit, über einen Impfpass, über einen Chip, den ich in die Hand gepflanzt bekomme, kann ich über mein gesamtes Leben kann bestimmt werden. Und es gibt in der Bibel den Hinweis, nur mit dem Mal auf der Hand konnten sie kaufen und verkaufen. Das ist ja verrückt, gell? Ja, ich habe mir das nie vorstellen können. Ja. Ich habe immer gelesen, habe gedacht, was will uns dieses Buch damit sagen? Und langsam habe ich es begriffen.
Das ist der Chip oder das ist eine Tätowierung oder was auch immer, mit der ich Berechtigungen bekomme. Und es gibt ein sehr gutes Buch mit dem Titel Scanned. Das ist ein britischer Autor, der darüber geschrieben hat. Und wie er tatsächlich beschreibt, welche Folgen diese Form, also von zum Beispiel Gesundheitsdaten. Ne, ich habe mich gesundheitlich sozusagen konform benommen, also kann ich damit die Tür vom Lebensmittelladen öffnen. Ich habe mich nicht konform benommen, also bleibt der Lebensmittelladen für mich zu. Das sind die Möglichkeiten, die ich damit habe. Das sind die Möglichkeiten, die ich mit elektronischem Geld habe. Es gibt in der Schweiz jetzt die Bestrebung, ne, dass eben eine Volksabstimmung stattfindet, dass der Franken bleibt, Bargeld und eben nicht elektronisches also, Geld angewendet wird. Ich dachte, in Österreich? Nee, in der Schweiz. Auch? Gut, ja. Gut. Sehr also bravo, danke. Ich kenne die Vorhaben und die Bestrebungen. Es soll dort darüber eine Abstimmung geben. Und natürlich könnte man sagen, und die jungen Leute nicht nachdenken. Ich will nicht sagen, dass alle jungen Leute nicht nachdenken. Das ist falsch. Aber die, die nicht nachdenken, die finden das alles toll. Die sagen, oh ja, wunderbar, ich brauche kein Geld mehr, wird irgendwo abgebucht. Ja, zum einen muss ich ganz ehrlich sagen, ich war auch mal jung, man fällt schnell die Kontrolle. Mhm. Wenn man nicht mehr sieht, wie viel Geld man ausgibt, wenn man das nicht nachkontrolliert, wenn man die Kontrolle verliert, Kontrollverlust ist immer etwas, was man vermeiden sollte für sich selbst. Aber ganz abgesehen davon, man unterwirft sich einer Kontrolle. Denn jemand Drittes kann entscheiden, ob ich jetzt voll tanke oder nicht voll tanke. Beispiel, und das sind ja Beispiele, die wir aus China kennen. Wenn es jetzt heißt, der Hockerts fährt uns zu viel durch die Gegend. Der ist viel zu viel unterwegs. Dann hört die Tanksäule auf bei 5 Litern und ich bekomme einfach gar nicht mehr Benzin, obwohl ich das Geld habe. Und es gibt ja diesen Spruch, ich will gar nicht weitgehend zitieren, aber ich habe das so in Erinnerung, ich habe das auch in Büchern gelesen. Im Jahr 2030 verfügt niemand mehr über privates Vermögen. Ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, weil wir natürlich irgendwie eine Privatsphäre haben. Und immer irgendwo das private Vermögen, das ist ja unser, und darüber definieren wir uns ja zum Teil auch. Und da gibt es ja Menschen, die werden zitiert in solchen Büchern, die ich da mir angetan habe, dass es heißt, in 2030 gibt es kein privates Vermögen mehr. Was ist es bezogen darauf, wenn ich das Geld nur noch elektronisch habe? Wenn ich transhuman bearbeitet worden bin, dass ich hier einen Chip habe, der alles über mich entscheidet, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass gesagt wird, du hast zwar das viele Geld, um dir ein Auto zu kaufen oder eine Flugreise zu machen, aber ich lasse das nicht zu, weil hinter deinem Namen kein Häkchen dafür steht. Mhm. Und so, deshalb habe ich zwar virtuell gesehen, habe ich vielleicht noch irgendwo Geld, aber ich kann nicht mehr darüber verfügen. Und das ist, glaube ich, damit gemeint. Ganz gefährlich. Und das ist, glaube ich, damit gemeint. Und das ist diese negative Seite des Transhumanismus. Wir haben vorhin angefangen mit der Unterstützung des Menschen, mit Prothetik, dass man ihm unglaublich helfen kann. Aber ich sehe eben auch im Moment jedenfalls, was da postuliert wird, eine Riesengefahr. Genau das Thema, was du vorhin gesagt hast, da hatte ich kürzlich ein Interview gesehen, dass das heißt, die Energiepreise explodieren, die Leute können kaum mehr irgendwie die Rechnungen bezahlen und dann wird das digitale Geld eingeführt mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, ja. Und das Volk ist erleichtert. Ja, kann ich mir vorstellen, aus der Not heraus so etwas einzuführen und dann ist die Erleichterung da, aber genau dann ist eigentlich Tür und Tor offen für alle Manipulationen. Also der Begriff bedingungsloses Grundeinkommen ist ja in sich eine Lüge. Oder Politiker würden sagen, ein Irrtum. Ich sage, es ist eine Lüge. Es ist ja nicht bedingungslos. Es ist natürlich daran gebunden, dass ich mich staatlich konform bewege, dass ich keine Kritik übe. Wir haben das Beispiel ja alles. Wir müssen, wie gesagt, lassen uns nur über den Tellerrand hinausgucken und nach Zentralasien schauen. Und da sehen wir das, wie es dort schon angewendet wird. Dort wird das Bankkonto gesperrt, wenn jemand demonstriert. Es wurden Bankkonten gesperrt in Kanada, die mussten nicht mal demonstrieren, die haben nur Demonstranten unterstützt. Ach ja, die Lastwagenfahrer ja genau. Auch. Und schon wurden die Bankkonten gesperrt, nur weil sie den Lastwagenfahrern Geld gespendet haben. Ja, natürlich. Das ist, deshalb, man darf mir nicht kommen mit der Begründung bedingungsloses Grundeinkommen. Es ist ein Grundeinkommen, was aber an Bedingungen geknüpft ist. Und die kann ich natürlich regeln. In dem Moment, wo ich das alles elektronisch habe, dann ist der Mensch auch, sage ich mal, nicht mehr in der Lage, selber zu entscheiden. Vielleicht ist das das Ziel.
Ich frage mich, wo müsste man das regulieren? Da bräuchte es doch irgendwo eine Ethikkommission, die wirklich vielleicht auch aus spirituellen, religionmäßigen, weiß auch nicht, Zusammenkünften, die jetzt ohne Interessenskonflikte einfach nur den Mensch selber im Fokus haben. Wo werden da die Grenzen gesetzt? Weil das kommt doch alles, wenn sich jetzt niemand auf die Beine stellt und sagt, halt bis hierher und nicht weiter. Also da habe ich viel Hoffnung in der Basisdemokratie, die wir zu einem Großteil in der Schweiz noch haben. Da kann ich auch nur über die Schweiz reden. Ich lebe in dem Land und bin froh, in diesem Land leben zu dürfen. Ich komme ja eigentlich aus Deutschland und bin jetzt seit einem Jahr hier und bin dankbar dafür, dass ich hier bin. Vom basisdemokratischen Grundverständnis, wenn wir die Menschen aufklären, wenn wir ihnen sagen, welche Gefahren auch dahinter stecken, kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen, dass sie sich auf so ein Spiel einlassen, weil sie ja sämtliche Entscheidungen aus der Hand geben. Das will der Mensch im Grunde nicht. Kommt aber immer darauf an, welche Argumentationen du in einer Abstimmung kriegst. Wenn du nur die positiven Dinge kommst, dass es alles zu deinem Wohl ist und das und jenes und praktisch und es bringt Arbeitsplätze und alles wird günstiger und wir können uns mehr leisten, dann hast du die Stimmen. Ja, sicher. Ich meine, das ist alles das, was ich in der Öffentlichkeit darstellen kann. Da fordere ich natürlich ein Stück weit ein, dass die Menschen ihren Kopf wirklich zum Denken benutzen, dass sie sich vielseitig informieren. Das finde ich überhaupt sehr spannend. In der ganzen Vergangenheit der letzten 2-3 Jahre ist mir aufgefallen, dass wir ja eine unglaublich große Menge an Informationsmöglichkeiten haben. Dieses Internet bietet uns ein unendliches Maß an Informationen. Und auf der anderen Seite treffe ich ganz, ganz viele Menschen, die sind so schlecht informiert, weil sie sich sozusagen monogam in einer einzigen Richtung bewegen. Also sie gucken die großen Nachrichtensendungen und das war's dann und glauben das dann auch. Sie lesen nicht mal mehr 2-3 Zeitungen parallel und sind eben völlig uninformiert. Das ist ja ein Missverhältnis. Wir haben ein Riesenangebot, aber wir haben ganz, ganz viele Menschen, die überhaupt gar nicht informiert sind. Manchmal habe ich das Gefühl, auch sich gar nicht informieren wollen, die lieber denken lassen, als selber zu denken. Ich habe sehr früh, schon 2020, auch so einen Slogan mal rausgesprochen, selbst denken. Einfach mal selber denken. Das bringt schon in der Entscheidung unglaublich viel. Abzuwägen, was wir gerade vorhin gesagt haben. Es gibt bei jeder Erfindung, bei jeder Neuerung, gibt es positive Seiten und negative Seiten. Und beide einfach mal abzuwägen und zu sagen, was überwiegt denn da für mich? In welcher Situation? Das ist schon das, was ich aber von einem aufgeweckten Menschen erwarte. Also das ist ja eigentlich, Entschuldigung, das, was uns von den Plattwürmern unterscheidet. Dass wir in der Lage sind, abzuschätzen, zu denken, zu entscheiden. Das ist letztendlich auch das, was Gott von uns verlangt. Der sagt uns ja nicht, wie wir uns zu entscheiden haben. Er gibt uns immer die Möglichkeit zwischen mehreren Möglichkeiten. Sagt, entscheide, denke darüber nach, mach dich schlau. Und dann entscheiden wir uns und gehen den Weg und müssen natürlich auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Verantwortung und die Folgen dafür übernehmen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Gut, meine Marktpsychologie lässt sich einfach umsetzen oder auch lenken. Und dass, wenn natürlich ein Fernsehen etwas bringt, eine Sichtweise darstellt, dass natürlich da immer nur die Wahrheit kommt, das haben wir alle gelernt, sonst wäre es ja nicht im Fernsehen. Gut, wir haben früher gesagt, das kenne ich noch sehr, sehr gut, ich war auch mal ein bisschen politisch unterwegs, nirgendwo wird so viel gelogen wie im Fernsehen, in den Nachrichten. Und auf Beerdigungen natürlich, ne? Ist klar, da wird auch ganz viel gelogen und nichts ist älter als die Zeitung von gestern. Natürlich, Glauben ist eine Frage, wo wir schon das überprüfen sollten auf der einen Seite und auf der anderen Seite sprachst vorhin an Ethikkommission oder gibt es eine Gruppe von Personen, da habe ich schon wenig Hoffnung, dass wir in der heutigen Zeit sozusagen ein Richtgremium haben, welches völlig frei von außen, völlig frei von finanziellen Interessen, ne, Folge der Spur des Geldes ist ganz, ganz häufig in diesem Fall eine Situation, uns in irgendeiner Weise Leitlinien vorgibt oder Empfehlungen vorgibt. Also ich sehe mit großem Grausen, was die Ethikkommission in Deutschland so von sich gibt. Ich sehe auf der anderen Seite ganz offen mit großem Grausen, was Kirchen in der gesellschaftspolitischen Krise, die wir heute haben,
aber die wir auch schon vor 80 Jahren in Deutschland mal hatten. Das war eine politische Krise, die wir dort hatten, wie Kirchen dort reagiert haben. Das waren alles andere als Leitmöglichkeiten, an der sich jemand orientieren konnte. Mhm. Jetzt will ich die Menschen damit gar nicht alleine lassen und sagen, es gibt keine Orientierung. Doch, es gibt Orientierung. Das Buch steht fast in jedem Haushalt. Es wird nur selten angefasst. Es hat einen schönen Rücken. Das nennt sich die Bibel. Wenn wir darin mal lesen, wenn wir darin tatsächlich mal eintauchen und anfangen, uns intensiv damit zu beschäftigen, dann finden wir unglaublich viele Hinweise. Dann finden wir unglaublich viele Empfehlungen. Wenn wir denen nachgehen, sind wir auf dem richtigen Weg. Hm. Man liest nicht drin. Und meine eigene Geschichte ist, dass ich auch lange Jahre dieses Buch im Schrank stehen hatte und eigentlich erst in den letzten 12 Monaten damit begonnen habe, mich intensiv zu beschäftigen, aufgrund meiner eigenen Geschichte. Ich war nie Atheist, ich war immer Christ. Aber ich habe mich nicht mit der Bibel und mit den Aussagen der Bibel beschäftigt. Ich habe vielleicht auch geschaut, gibt es irgendwo eine Ethikkommission? Gibt es irgendwo Menschen, die mir einen Ratschlag geben können? Gibt es unabhängige Gerichte oder Richter, die in irgendeiner Weise eine Vorgabe geben, und wurde da häufig enttäuscht. Und bin dann letztendlich in der Situation darauf gestoßen, dass wir in den Psalmen, dass wir in den Evangelien ganz, ganz viele Aussagen finden zu Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, dass wir ganz klare Leitlinien vorfinden zu Ethik und was unethisch ist. Da müssen wir nicht lange suchen. Ich glaube auch, dass wir es eigentlich in uns drin haben, das Wissen, was noch gut und vertretbar ist und was nicht, wenn wir uns kritisch mit einer Situation selbst auseinandersetzen. Das Bauchgefühl ist sicherlich nochmal ein richtiger Punkt, aber ich denke schon, dass wir Hinweise und Richtlinien brauchen. Und die gibt uns dieses Buch. Ich kann immer wieder nur darauf verweisen, dass man es einfach mal wieder zur Hand nehmen sollte. Vielleicht noch für die nächsten Minuten, wir haben jetzt über Chips gesprochen, aber kann man den Menschen auch besser machen, in Anführungs- und Schlusszeichen, durch Gabe von Produkten, die vielleicht Leistungsfähigkeit im Hirn steigen, einen größer wachsen lässt, mehr Kraft entwickelt und. Von deiner Wissensstand her, wie weit geht die Fantasie von dir? Ja, also wenn ich mir die Technik anschaue, dann ist die Fantasie natürlich groß. Da können wir ganz viel machen. Ich glaube, dass wir einfach auf dem Teppich bleiben sollten. Glaube ich ja wir auch, sind aber als, machen wir, sind als wir Mensch, das? Nein, wir sind doch als Mensch in unserer medizinischen Evolution, sind wir doch noch so weit zurückgeblieben schon jetzt in der Situation. Wir haben heute noch Verhaltensweisen, die letztendlich aus dem Steinzeit, aus dem Steinzeitmenschen stammen. So Fluchtinstinkte, Beschützerinstinkte. Ich meine, es reicht doch, wenn wir uns im Straßenverkehr umschauen. Ja? Das Auto überfordert uns doch eigentlich komplett in der Vielzahl der Dinge, die wir dort tun. Gerade diese modernen Fahrzeuge, die uns vieles abnehmen. Wir sind doch jetzt schon von der Technik überfordert, wenn wir ganz ehrlich sind. Frag doch mal jemanden, wie künstliche Intelligenz funktioniert. Ja? Dass sich Computer eventuell selber bauen können und eigene Entscheidungen treffen. Wie funktionieren Algorithmen? Und schon verstehen wir das Ganze nicht mehr. Sollten wir nicht vielleicht versuchen, auf der Ebene, auf der wir uns als Mensch befinden, erstmal das zu verstehen, was wir zurzeit haben? Deshalb bin ich so etwas vorsichtig darin, jetzt eine Leistungssteigerung in uns hervorzurufen, als würden wir uns hier jetzt so einen Terabyte-Chip reinschieben, der uns besondere Fähigkeiten verleiht, wo ich mich dann immer noch frage, wozu brauche ich die eigentlich? Ja, ich muss nicht Chinesisch reden, weil viele können ja nicht mal ihre Muttersprache richtig sprechen. Tja, aber die Hemmschwelle ist ja so klein, wenn du jetzt tatsächlich findest, ich möchte Chinesisch und du kriegst diesen Chip. Ist es schon einfach gelernt, oder? Ja, es ist dann, muss es immer richtig sein, etwas einfach zu lernen? Ja, ich bin ja voll bei dir, also, aber es geht ja nicht um uns zwei. Es geht ja eigentlich darum, wie wird die Gesellschaft so eine Raffinesse, so eine Technologie annehmen? Nun ja, das ist, ich glaube schon, dass man es beleuchten muss, welche Gefahren dahinter stecken. Ich glaube nicht, dass man immer nur sagen muss, ach, ist ja wunderbar, jetzt kann ich auch Chinesisch. Im ersten Blick, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, ist das in Ordnung. Wenn ich jetzt aber sehe, dass sich der eine das leisten kann oder durch konformes Verhalten diese Möglichkeit bekommt und der andere nicht, schon habe ich Missbrauch. Spaltung. Also,
Spaltung. Extremste. Das sind doch Punkte, die ich immer wieder mit in den Blick hineinziehen soll oder hineinziehen sollte, dass ich sage, gibt es allen Menschen die Möglichkeit, das zu tun? Versuche ich das sozusagen als gemeinsames Interesse an für alle durchzusetzen oder hebe ich damit jemand anders hinaus oder heraus aus der Gesellschaft? Kann ich damit belohnen oder bestrafen? Und die Gefahr ist natürlich da. Und auf der anderen Seite, ich glaube, wir haben ganz andere Probleme auf dieser Erde, wenn wir das mal wirklich als Menschheitsfamilie betrachten. Ich zitiere gerne Daniele Ganser. Ich finde diesen Begriff Menschheitsfamilie unglaublich gut. Was habe ich denn davon, dass ich mir hier einen Chip reinpflanzen lasse und ich kann Chinesisch sprechen, wenn zeitgleich Hunderttausende von Menschen verhungern? Also dann habe ich doch viel lieber die Möglichkeit, dass ich meine Energie, meine Arbeit, meine Technologie einsetze, Menschen zu ernähren. Dieser Planet hier ist für sicherlich noch viel mehr Menschen gedacht, als jetzt darauf leben. Sie erzählen uns, wir seien überbevölkert. Dann sage ich, fahrt doch bitte mal durch die riesigen Wälder Russlands. Ich bin mit dem Motorrad da unterwegs gewesen vor einiger Zeit. Und da trifft man über hunderte von Kilometern keinen einzigen Mensch, der dort lebt. Das sind Wälder, da kann man drin leben. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt Wüste wäre. Ja? Das ist urbarer Boden. Das ist also etwas, wo wir durchaus leben können, wo Menschen auf dieser Erde noch sein können. Es ist doch so unglaublich ungleich verteilt. Wir haben über Trinkwasser gesprochen. Natürlich haben wir hier genug Trinkwasser und machen uns Gedanken drüber. Aber wenn wir uns die Welt anschauen, wenn wir in Zentralasien unterwegs sind, in Usbekistan, Kirgisistan, wo auch immer, da ist Trinkwasser Mangelware. Ist das nicht eigentlich die Hauptaufgabe, dass wir das erstmal pflegen? In einer Menschheitsfamilie schon. Eben. Unbedingt. Und dann sollte ich doch die Finger davon lassen, uns noch leistungsfähiger zu machen. Aber sieh doch, wir haben ja kein Geld für Nahrung, wir haben Geld für Waffen. Ohne Ende haben wir Geld für Waffen, da kann man nicht. Und erst noch für den Frieden natürlich gebaute Waffen, oder? So sieht es im Moment aus und ich sehe hier eigentlich auch nicht die Tendenz zu einer Einheitsfamilie, sondern eigentlich die Tendenz zu noch mehr Macht, noch mehr Gier, noch mehr Geldstrukturen aufzubauen, statt eigentlich hier in einer Phase zu arbeiten, zu agieren, wo man diese Gräben wieder zusammenbricht und zusammenschüttet und gemeinsam als Mensch agiert. Weißt du, da könnte vielleicht auch eine Kirche eine Wahnsinnsaufgabe erfüllen, wenn sie jetzt nicht ihre Religion vertritt, sondern eigentlich eine christliche Lehre zum Beispiel oder buddhistisch, ist mir wurscht, oder? Es geht auch darum, hier könnte man was tun jetzt, ohne Machtstrukturen. Ja, das ist das, worauf ich es immer wieder zurückführe, wo ich einfach sage, also ich komme aus der christlichen Welt, ich bin durchaus ein Stück weit buddhistisch geprägt, aber letztendlich bin ich Christ und deshalb beziehe ich mich auf die Bibel und sage einfach, da steht so viel drin, wie wir zusammenleben können, wie wir gut zusammenleben sollten, sodass wir schon auch genau hingucken sollten, was sozusagen im Bereich des Transhumanismus jetzt entsteht. Wir verändern Menschen. Obliegt uns das eigentlich? Dürfen wir das eigentlich tun? Ich glaube, diese Frage müssen wir uns als Wissenschaftler immer wieder stellen. Und als Konsumenten müssen wir uns die Frage stellen, dürfen wir das eigentlich zulassen? Machen wir das mit? Und denke, das sind ganz entscheidende Fragen, die nach meinem Dafürhalten in so einer unkritischen Gesellschaft, die sich nicht kritisch mit diesen Fragen auseinandersetzt, immer wieder völlig unbeachtet am Boden bleiben und in dem Sinne gar nicht nachgeschaut wird. Es wird nicht mehr hinterfragt. Macht das Sinn? Ist das gut? Wie sieht das im Verhältnis zu anderen Menschen aus? Ist das wirklich positiv für die Welt, nicht positiv für uns? Wenn ich Chinesisch sprechen kann, ist das fein. Aber was hat denn die Welt davon? Nichts. Und dann ist es doch besser, ich gebe das Geld dafür aus, dass ich zum Beispiel in Ländern Afrikas für eine gute Trinkwasserversorgung sorge. Das ist doch, bitteschön, viel, viel wichtiger und viel auch ethisch besser begründbar, als wenn ich jetzt mit dem Chip Chinesisch kann. Ich bin ja voll bei dir. Es gibt größere Probleme. Vielleicht noch eine Minute. Ihr habt ja, ich weiß, du hast mal eine Stiftung gegründet. Ist die jetzt auch so ein bisschen humanitär unterwegs?
Ja, wir haben die Stiftung Brückenweis gegründet. Und zwar hier in der Schweiz, ist eine offizielle Stiftung, die also auch von der Schweiz anerkannt worden ist. Brückenweise zu finden im Internet unter www.brückenweise, also mit UE geschrieben, brückenweise.ch. Brückenweise ein Neologism, also ein neues Wort, was es ja eigentlich so nicht gibt, ist die Art und Weise, Brücken zu bauen. Uns geht es darum, dass wir letztendlich wieder Begrifflichkeiten wie Nächstenliebe, Versöhnung, Zusammensein, füreinander Dasein in den Vordergrund rücken wollen. Und zwar natürlich begründet durch die gesellschaftspolitische Situation, in der wir uns im Moment befinden, wo dividere et impera, spalte und herrsche, ja eins der großen Vorgaben zu sein scheinen, wie man Menschen regiert. Und Spaltung ist nach meinem Dafürhalten der Beginn aller Schwierigkeiten. Das fängt mit der Spaltung der Gesellschaft an, das geht in die Spaltung der Familien, die nicht mehr in der Lage sind, unterschiedliche Meinungen, Ehepartner, ja, die nicht mehr in der Lage sind, unterschiedliche Meinungen zu gewissen gesellschaftspolitischen Themen zu klären, sondern die wie in Fronten sich gegenüberstehen, weil die Gräben so tief sind. Und diese Gräben, das ist vorhin gesagt, die müssen wir nicht nur zuschütten. Zuschütten würde ja bedeuten, es zu beerdigen. Sondern die Gräben müssen wir uns anschauen. Wir müssen versuchen, über den Gräben Brücken zu bauen. Also ich bin nicht dabei, Gräben zuzuschütten. Zuschütten würde bedeuten, wir verlagern das Problem nur woanders hin. Ich bin dabei, Brücken zu bauen, über die man gemeinsam gehen kann. Das ist mir viel wichtiger. Der Graben bleibt, die Spaltung bleibt, die unterschiedlichen Meinungen bleiben. Aber die Brücken zu benutzen, Art und Weise, Brücken zu bauen, die Weisheit, das steckt auch in dem Wort, die Weisheit, eine Brücke zu benutzen. Das ist das Ziel dieser Stiftung und da gibt es ganz viele verschiedene Aktionen und wir sammeln auch Geld dafür ein. Also wenn man auf diese Seite geht, findet man auch eine Kontonummer. Aber was ihr alles noch macht und welche Pläne und Projekte da gerade laufen? Da gibt es auch einen Hinweis. Es geht letztendlich darum, Brücken herzustellen, die Spaltung der Gesellschaft wieder aufzulösen und natürlich über christliche Begriffe hier Spaltung zu vermeiden, die neu auftritt. Wir haben vorhin dieses Beispiel gehabt mit meinem Chip. Kann ich zum Beispiel einen Lebensmittelladen öffnen oder er bleibt verschlossen, je nachdem, was auf diesem Chip da draufsteht. Das ist eine Ungleichbehandlung, die darf ich als Christ nicht zulassen. Ja, mit dem Maler auf der Hand durfte er kaufen und verkaufen. Das war negativ gemeint. Das ist kein Leitbild. Und ich darf es auch nicht zulassen, dass von Politikern gefordert wird, dass eine gewisse Gruppe von Menschen, die nicht mal eine Minderheit darstellt, etwas tun darf und die andere Gruppe darf es nicht tun. Jemand darf Konzerte besuchen, der nächste darf keine Konzerte besuchen. Der eine darf sich frei bewegen, der andere darf sich nicht frei bewegen, auch wenn er gar nichts verbrochen hat. Das ist doch ein christliches Grundverständnis, auch in der Gleichheit, der Brüderlichkeit, dass wir so etwas nicht zulassen dürfen. Und dafür ist diese Stiftung da, dass wir uns genau für solche Fragestellungen einsetzen und sagen, hört auf mit der Spaltung, findet wieder zusammen, seid diese Menschheitsfamilie und haben eine ganze Reihe von Aktionen laufen. Ich danke dir ganz herzlich auch für die Idee der Stiftung. Ich finde, das ist der einzig richtige Ansatz. Und ich würde vorschlagen, dass wir nachher noch eine Sendung machen, gleich über dieses Thema. Weil das ist etwas, was, glaube ich, auch alle unsere Zuschauer bewegt. Was können wir tun, um hier wirklich wieder ein bisschen mehr Christenliebe, wie wir wieder besser miteinander zusammenarbeiten können und eben diese Spaltung weggeht. Das finde ich ein super Thema. Herzlichen Dank, lieber Stefan, auch für die Erklärung zum Humantransmanismus. Das kann ich es nicht mal mehr sagen. Transhumanismus. Danke, danke, danke. Also ich habe auch so ein bisschen meine Ängste davor, was noch alles kommt. Aber ich bin mir nicht überzeugt davon, dass wir das verhindern, weil die Digitalisierung, die technische Evolutionen, die wir da immer wieder machen, die hat immer auch sehr viel Gutes mitgebracht, aber natürlich auch immer wieder diese Machtstrukturen. Und ich habe immer das Gefühl, uns wird immer alles sehr positiv verkauft. Hoffen wir, dass wir das die Kurve kriegen. Danke ganz herzlich und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.